Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019 und der XL-Farm auf der Estancia Lapacho. So, letztes Mal haben wir Schafe gekauft. Oh, da hat sich ein schwarzes natürlich reingeschlichen. Musste ja sein, konnten ja nicht alle weiß sein. Eieiei. Die haben wir letztes Mal noch versorgt, hier Gras und Wasser. Und jetzt hat sich eigentlich der Landschaftsgärtner angekündigt, aber gleichzeitig hat uns auch unser Fruchtbeauftragter mitgeteilt, dass hier unser Feld Erntereife 3 hat, also unser Weizenfeld. Daher werden wir jetzt hier schnell mal ernten, bevor das Unkraut kommt. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Hä? Und jetzt. Deshalb werden wir uns hier jetzt schnell mal hinter den Drescher klemmen. Und die Ernte hier einfahren. Damit wir auch ein bisschen Kohle verdienen. Beziehungsweise, nee, das brauchen wir ja. Eigentlich brauchen wir das ganze Getreide für unsere Tierchen. Oh, halt. Ah ja, doch. Wir machen hier schön Strohablage. Dann können wir damit nämlich auch was anfangen. Sollten wir erst hier das Feld abernten und dann, wenn noch Zeit ist in dieser Folge, kümmern wir uns um den Landschaftsgärtner. Und ein bisschen was muss ich schon noch anpassen. Das muss einfach. Nee, gar kein Warnlicht an, das geht ja mal gar nicht. Es ist interessant, dass hier das Mähwerk, also die Räder auf dem Boden, vom Schneidwerk, ich sag immer Mähwerk, dass sie hier auf dem Boden schleifen. Ja, mitlaufen sogar. Interessant. Habe ich so noch gar nicht wahrgenommen. Drescher ist natürlich ziemlich laut. Passt hoffentlich trotzdem vom Sound. Ein Drescher hätten wir uns am Anfang wirklich einen größeren leisten können. Aber wie gesagt, wir haben über 3 Millionen ausgegeben, um den Hof so zu haben, wie wir ihn haben wollten. Von dem her noch mehr Kohle investieren. Dafür müssen wir auch was tun. Wir übrigens hier Weizen drin haben, dann können wir einfach den LKW holen und es da überladen. Weil dann müssen wir das ja nicht extra ins Silo machen. Die Hühner brauchen sowieso noch ein bisschen Zeug.
Die Hühner haben wir aufgerüstet. Sind ja inzwischen 100 Stück, glaube ich. Der Hühnerstall ist voll. Die Schafe sind noch nicht ganz voll. Da passen noch 150 Schafe rein, ja. 250 Schafe passen in den kleinen Stall. 100 haben wir voll. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir das erreichen können, dass da wirklich alle Schafe drin sitzen. Wird eine ganze Weile dauern, weil 150 Schafe kosten nochmal 75.000, 225.000 Euro. Also bis wir das zusammen haben, das wird schon eine Weile dauern. Aber schauen wir einfach mal. Schauen wir, was das Projekt hier bringt. Wie viel wir da verdienen können, wie viel wir da gute Landwirtschaft betreiben können. Wir müssen uns natürlich am Anfang erstmal noch mehr Land kaufen. Deshalb könnten wir auch überlegen, ob wir noch ein bisschen Kredit aufnehmen, um dann eben noch die ein oder andere Landfläche zuzukaufen. Müssen wir natürlich erstmal gucken, wie viel wir noch leihen können. Aber das sollten wir machen. Also mehr Land gleich mehr Geld. So muss man das einfach sehen. Dann sollten wir uns eigentlich nicht so arg mit dem Landschaftsgärtner aufhalten. Weil der verlangt nur einen Haufen Geld und ja, im Moment passt es auch so. Die Nächte übrigens werden wir natürlich überspringen. Mit der Funktion mit dem Schlafen gehen ist ja recht nice. Von dem her haben wir da nicht mal so große Mühe. Deshalb ist auch wichtig, dass wir jetzt hier noch schnell abernten. Dann das Stroh wegbringen. Und dann auch im gleichen Zug wieder ansäen, bevor die Nacht reinbricht. Also jetzt haben wir noch mal ein paar Stunden ordentlich was zu tun. Oh, Drescher ist gleich voll. Ja, doch ordentlich was rüber hier am Weizen. In der Spur bleiben, bitte. Und gerade nochmal gerettet. So, dann switchen wir gerade mal in den LKW, ne? Ja, und da ist wirklich schon Weizen drin. Dann können wir damit wirklich einfach hochfahren und den Drescher abtanken. Schöner MAN haben wir hier. Oh, halt! Mal einen kleinen Drift hingelegt. So. Guti. Ja, sieht doch gut aus. So, 10.000 haben wir hier rausgekriegt. Ich denke, wir kriegen nochmal fast 10.000 hier.
Und das wäre dann wirklich übelst. Von dem kleinen Feld 20.000 Weizen. Kann sich sehen lassen. Und ich habe gerade auch schon mit Feld 6 geliebäugelt. Das kostet ja 300 irgendwas 1000. Das sollten wir uns eigentlich noch leisten können. Ich gucke jetzt mal schnell rein in die Zeitung. Was hat... Oh ne, Baumwolle. Eck. Gucken vielleicht auch... Oh, Feld 7 ist erntereif. Und da ist drauf... Raps. Das könnte sich auch lohnen. Feld 7. Kostet auch gar nicht mal so viel. Unter 300.000. Feld 8 ist auch bald fertig. Was ist auf Feld 8? Sonnenblumen. Sonnenblumen ist nicht so geschickt. Aber Feld 7 mit Raps. Da werden wir mal mit der Bank sprechen müssen. Ob die uns da noch ein bisschen Kreditrahmen einräumt. Schön wär's. Übrigens unsere erste Ernte hier. Unsere allererste. Und die haben wir sogar richtig gut getimt, weil wir haben hier kein Unkraut drauf. Unkraut. Weit und breit nicht zu sehen davon. Das ist gut, das kann auch so bleiben. Kalken notwendig. Unkraut habe ich an eigentlich. Ich mach's mal aus, oder? Ich hoffe mal, dass es auch wirklich aus ist. Unkraut nervt wirklich. Also das kann man schon sagen. Das ist richtig lästig. Vor allem, wenn es dann kommt, wenn dein Feld eigentlich zu 100% fertig ist in der dritten Erntereife und dann haut dir das Unkraut rein. Da hast du immer die A-Karte. Das sage ich dir aber. Das ist wirklich nervig. Und das brauchen wir nicht. Wir wollen effektive Landwirtschaft betreiben. Dann hätten wir Pflanzenschutzmittel gar nicht kaufen müssen. Fällt mir gerade so ein. Nee, egal. Bleibt am Hof. Vielleicht ändere ich irgendwann die Meinung oder ihr ändert meine Meinung. Indem ihr sagt, ey, entweder spielst du mit oder gar nicht. Also wenn ihr wollt, dass ich mit Unkraut spiele, schreibt es einfach mal in die Kommentare und dann werde ich es auch wieder anmachen, wenn ihr dafür seid. Aber ich muss überstimmt sein. Das heißt, zwei Leute müssen auf jeden Fall verlangen, dass das Unkraut wieder an ist. So, letzte Reihe. Wir haben wirklich 18.000 Weizen hier weggeholt. Gleich, noch nicht ganz, aber gleich.
Der da hinten eigentlich. Der hat wirklich da oben einen Feuerlöscher stehen. Ammo. Im Innenraum auch? Ne, im Innenraum nicht. Aber da hinten drauf. Das ist cool. Habe ich gestern. Ne, heute? Doch gestern noch ein geiles Video gesehen. Beziehungsweise relativ. Ist ein Drescher abgebrannt und bis die Feuerwehr dann da war und die Schläuche ausgepackt hatte, war der Landwirt schon da mit seinem riesen Wasser, mit seinem Güllefass, hat er Wasser reingeballert gehabt und hat damit dann halt mal schnell seinen eigenen Drescher gelöscht oder einen Drescher gelöscht. Das muss schon heftig sein als Landwirt, wenn du so eine Maschine verlierst, die halt mal locker eine Viertel bis halbe Million kostet. Da hängt eine Existenz eigentlich dran. So, dann sind wir gleich schon fertig. Den Weizen erfolgreich gedroschen. So, ein Teil vom Weizen werden wir jetzt gleich bei den Hühnchen reinhauen. Komme ich da vorbei? Ah ja, vorbeigedrückt. Nein! Was soll der doofe Schneidwerkswagen auch mal weg? LKW, geh mal weg da. Der Anhänger ist eigentlich richtig klein und süß. So. Runter vom Feld, brauchen wir kein Warnlicht mehr. Was ist hier die Hupe? Nicht so geil wie bei unserem Lizard. Oh, wir haben ja doch schon ein Maisschneidwerk. Haben wir uns ja auch gekauft. Ist ja cool. Wusste ich gar nicht mehr. So. Tutti. Dann ab zu den Hühnchen, bisschen Futter in die Tröge. In der nächsten Folge werden wir uns hier um das Feld kümmern. Ja, wir werden hier das Stroh aufsammeln und gucken, dass die Tiere natürlich alle versorgt sind. Aber in erster Linie werden wir Feldarbeit betreiben. Da los. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Hä? Hat er jetzt gar nicht so viel reingepasst bei den Hühnchen? Ja. Ist schon voll. Mit 5000 ist es voll. Was mir eingefallen ist übrigens, wir haben doch was, um hier sauber zu machen, nämlich unseren Manitou. Hä, warum ist denn... Okay, unseren Manitou mit der Schaufel, den haben wir ja doch da. Von dem her ist alles geregelt, wir können alles arbeiten, was wir müssen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.